An den DTÖZI habe ich das mal geschrieben. Ja. Erinnerung. Hallo. Warum versprichst du und lässt mich warten? Habe ich nicht angeklopft bei dir? All meine Geschichten, die ich euch erzählte, sind wahr. Etliche Hartz-IV-Empfänger ohne Arbeit und Zeit haben mich sitzen lassen. Meine Frau leidet am Erstickungstod. Nicht mal die Euro hatte ich mehr, wenn ich jetzt mal zurück müsste. Mit meiner Frau was passieren, danke. Ich danke euch für eure versprochene Hilfe. Danke, danke. Ich sitze hier und habe keinen Pfennig mehr. 6.000 Euro für mein Vorhaben eingesteckt. Betrogen worden, beklaut worden, den Ärmsten auf der Straße nie Nein gesagt, immer gegeben. Und nun sitze ich auf meinen CDs rum, weil sich keiner die Mühe machte, mich einmal richtig anzuhören. Ich, der euch alles geben würde. Mit freundlichem Gruß, Wolle. Voilà.